Vielen Dank. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen zum Kabarettgipfel, liebes Publikum. Wir haben heute das schöne Thema Lügen haben kurze Beine. Und deswegen möchte ich ein bisschen über meine Kinder sprechen. Ja, ich bin draufgekommen, es geht ohne Lüge oder ohne Notlüge in der Erziehung, es geht kaum, muss man ehrlich sagen. Und jetzt muss der Emil, mein Großer, der wird jetzt schon bald 8, da geht auch schon immer jede Lüge rein. Das muss man auch sagen, ja. Also dieser Spruch, wenn du ganz, ganz viel Obst und Gemüse isst, dann schmeckt es irgendwann einmal wie Schokolade. Und da, das ist zu unkonkret. Man, weißt du, weil nachdem der Emil dann 7 Kilo Karotten gegessen hat, kam natürlich irgendwann die Frage, Papa, wann ist irgendwann? Also, man braucht immer was. Bei der Kleinen, bei der Lieselotte geht's noch eher. Die ist jetzt 3,5 und da haben uns wirklich Menschen, die uns abgrundtief hassen müssen, die haben uns so ein Einhorn geschenkt mit Batterie. Ohne Lautstärkeregler. Und irgendwann hust es halt aus. Und dann geht diese Lüge noch rein, dass man zu ihr sagt, Lieselotte, es tut mir so leid, die Batterien gibt's nicht mehr. Sowas glaubt sie noch, ja. Und man muss auch alle Möglichkeiten bei den Lügen abchecken, weil ich hab das als Bub auch gehört, ja. Ich war mit den Kindern im Freibad und sage zum Emil, du, weißt du, das ist Chlorwasser, du darfst auf keinen Fall reinludeln, weil wenn du reinludelst, färbt sich das Wasser rot, ja. Und neben war so ein Bub, neben dem Emil, da ist das dann passiert. Alles rot, ja. Ja, direkt neben ihm und der Emil, reingeludelt, ja. Nein, der andere Bub hat sich den Fuß aufgeschnitten. Also, man muss da vorsichtig sein, ja. Und auch ich als Papa muss manchmal auch zur emotionalen Lüge greifen in der Kindererziehung. Der Emil hat ja jetzt so, der hat so Fußballkarten und da hat er halt Real Madrid. Und irgendwie das merken sie, die Kleinen schon. Und er sagt dann zu mir, Papa, aber Real Madrid, gell, das ist die beste Mannschaft der Welt. Und ich habe gesagt, ja, Emil, aber die Austria, die ist noch viel, viel besser. Ich hatte noch nie in meinem Leben dieses Klaus-Beimann-Feeling, dieses Ausgebuht-Werden, ja. Herrlich, ja, herrlich. Du, solange er es noch glaubt, ja, er wird eh bald draufkommen, dass sagen, ja, bei Real Madrid spielt gerade Barcelona Austria gegen WRC, das ist schon wieder ein Unterschied, ja. Und für mich auch einer der schönsten Dinge, also wenn man Eltern ist, viele der Kollegen können das ja nachvollziehen, so als Ehepaar, ja, wenn man schon lange nicht mehr. Sie verstehen, was ich meine, ja. Fand diesen sehr verhaltenen Lacher jetzt sehr süß, ja. Und dann, dass man den Kindern sagt, die Kinder früh ins Bett bringt und den Kindern sagt, ja, wir gehen deshalb so viel schlafen, weil Mama und Papa gehen jetzt auch schlafen, ja. Und dann schläft man wirklich ein. Also das ist bei uns auch schon passiert. Aber trotzdem muss man sagen, Kinder geben auch ja, man kriegt ja so viel zurück von den Kindern. Jetzt nicht nur die Krankheiten aus der Schule und den Kindergarten, sondern auch so viel Lebensfreude. Und ich bin ja sehr stolz auf meine beiden, weil ich habe sie ja musikalisch erzogen, ja. Und der Emil zum Beispiel ist Riesenfan, wirklich, von ERV, was ich super finde, und AC/DC. Ich finde diese Connection super, ja. Und jetzt muss man aber sagen, weil er kann ja noch kein Englisch und er fragt mich immer, was singen denn diese AC/DC? Und jetzt muss man sagen, so für einen 8-Jährigen so Autobahn zur Hölle und You shook me all night long, hast du nicht wirklich übersetzt, du hast mich die ganze Nacht geschüttelt. Ja. Ja. Und wenn, dann nur einen kleinen Teil davon. Jetzt habe ich ihm diese Lüge oder diese Notlüge erzählt. Und er glaubt es mittlerweile noch, dass sich die ERV und AC/DC sehr gut kennen. Und dass die AC/DC-Texte übersetzt das hassen, was die ERV singt. Und dann hat er gesagt, cool, Papa, wo kann man denn das hören? Und
wir haben uns dazu entschlossen, solange noch dran glaubt, ja, gemeinsam mit der wunderbaren Kabarettgipfelband. Großen Applaus einmal für die Kabarettgipfelband. Dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir uns halt, machen wir dem Emil die Freude. Wie klingt denn das eigentlich, ja, wenn die ERV AC/DC singen würde? Bitteschön. Sie können mitmachen. So groß wie nie. Als ja die Welt erblickt, der Anton Junior, kommt er einen sehr, sehr verdächtig vor. Zu viel Tschernobyl. Der Oberort, dass er nicht schreit und auch nicht pfurzt. Die Hebamme sagt, dann weiß ich gewiss, dass der Bub besonders ist. Dankeschön. Und es ist erstaunlich, wie schön diese RV-Texte auf diese Nummern passen, weil wir haben ja schon über You Shook Me All Night Long gesprochen. Und da gibt es von der RV ein schönes Pendant dazu, das eigentlich dasselbe meint, aber doch ein bisschen harmloser in der Formulierung daherkommt. Bei Sankt ihre Anblau, Dirili, Dirilo, ich kenn sie von irgendwo, Schalali, Schalala. Herr Ober, bring eins aus der Zwei, Pommerie, Pommeru, stoß mal an und sag mal du. Und weil wir so einsam sind, bringt mal aus und geh mal an. Yeah. Küss die Hand, schöne Frau. Besser mir ihre Anblau.
Dankeschön. Vielen Dank. Und natürlich dürfen bei so einer Geschichte nicht die zwei größten Hits von ERV und AC/DC fehlen. Ist ja klar. Mit einem Wort, es ist fatal, da hilft nur eines, jetzt ein Banküberfall. Ba, 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 Banküberfall. Banküberfall, yeah. Banküberfall. Banküberfall. Es geht aber auch umgekehrt. Hei, wie du hell, hei, 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 wie du hell, hei, 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 wie du hell. Auf der Autobahn, da fahr ich immer schnell. Hei, hei, wie du hell, hei, 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 wie du hell, ja, hei, hei, wie du hell. Na, 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 na. Banküberfall, jetzt hier!